Es ist das größte Wahldebakel seit Jahrzehnten, seit zwei Jahrzehnten, um genau zu sein. Bei den Kommunalwahlen in der Türkei hat die islamisch-konservative AKP von Präsident Erdogan massiv verloren. Er selbst spricht von einem Wendepunkt. Jubel dagegen bei der Opposition, die einen historischen Sieg einfuhr. Mit Musik und Tanz wird bei den Anhängern der Oppositionspartei CHP gefeiert. Hier in der Hauptstadt Ankara haben sie gewonnen, haben Erdogans AKP auf die Plätze verwiesen, in vier weiteren Millionenmetropolen ebenfalls. Strahlende Gesichter auch in Istanbul und Begeisterung über Bürgermeister İmamoğlu. İmamoğlu ist für uns die Stimme der Unterdrückten, Rentner und Armen. Wir lieben İmamoğlu ohne Vorbehalte, er ist unser Erdogan. İmamoğlu zeigt sich am Abend auf der Bühne und freut sich mit. Die Nation hat gewählt. Sie gibt die Richtung vor, nicht eine einzelne Person. Die Zeit der Ein-Mann-Regierung ist vorbei. Eine klare Ansage an Präsident Erdogan, der seine Niederlage einräumte. Die Menschen haben über die Wahlurne gezeigt, was sie wollen. Wir haben leider nicht das gewünschte Ergebnis erreicht. Das ist ein Wendepunkt für uns. Wir werden nun kritisch überlegen müssen, was zu tun ist. Dafür hat er nun mit seiner Partei noch vier Jahre Zeit. 2028 stehen die nächsten Präsidentschaftswahlen an. İmamoğlu gilt schon jetzt als stärkster möglicher Oppositionskandidat.